Schönen guten Morgen, Leute. Hi. Ich bin's wieder. Hier, jetzt gibt's wieder ein neues Update. Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt erstmal noch vom letzten Mal, habe ich es geschafft, diese Ecke da zu befreien. Das war auch wieder eines dieser gigantischen Farnmonster. Ich habe da in der Ecke hier so in dem Bereich auch so ein bisschen Bambus entfernt, aber im Wesentlichen war es halt Farn und anderes Unkraut, was wir jetzt los sind. Ich muss da vorne gleich nochmal ein bisschen nacharbeiten, weil da kommt es schon wieder durch. Aber an und für sich bin ich das gröbste Zeug hier in der Ecke jetzt erstmal los, damit ist der Bereich für den Apothekergarten erstmal komplett befreit. Wie gesagt, das Pampasgras ist ein Sonderfall. Ich habe mir aber überlegt, das doch stehen zu lassen. Es ist einfach schön groß und man sieht es nicht so häufig. Und es stört halt auch im Endeffekt nicht, weil die Sonne wandert immer hier direkt drüber. Also hier kommt genug Licht ran, es beschattet jetzt nicht und es gibt uns auch ein bisschen Sichtschutz für die Terrasse. Ist jetzt aber auch kein Thema. Planmäßig sieht es wie folgt aus. Wie gesagt, ich will die Folie hier noch entfernen, damit ich hier vorne den Apothekergarten in Anführungsstrichen ein bisschen fortsetzen kann. Und hier in der Ecke ist mir aber was aufgefallen. Und zwar ist es da, ich sag mal, geschützt, aber es ist nicht so, sagen wir mal, wie jetzt unter einem Dachvorsprung oder so, dass es da jetzt mordsmäßig trocken ist. Also es ist schon gut feucht, sage ich mal, aber es ist halt auch gut geschützt durch eben die Hauswand und die Außenhülle, sage ich mal, wenn man das so will, von der Outdoor-Dusche. Und da habe ich mal gesagt, dass man da auch was machen könnte, was jetzt nicht ganz so normal ist. Also da jetzt einfach irgendwas hinzupflanzen, wäre mir ein bisschen zu schade. Ich habe erst drüber nachgedacht, weil da ja die Farne so gut gewachsen sind, ob man da vielleicht nicht so einen Baumfarn hinsetzen könnte, also so einen schönen tropischen Baumfarn. Sieht so ein bisschen so aus wie eine Palme, müsst ihr euch mal angucken. Ich habe das dann aber allerdings relativ schnell wieder verworfen, weil die zwar bis minus 10 Grad frostfest sein sollen, aber das ist nicht schön, wenn die absterben. Die fangen dann so richtig an zu gammeln. Das soll extremst ekelig sein. Und generell dauert das ewig, bis die wachsen und man hat da nicht wirklich was von. Da habe ich die Idee dann relativ schnell wieder verworfen. Ich habe auch darüber nachgedacht, eine Palme hinzupflanzen. Ich bin eigentlich so kein Palmenfreund. Mit einer Washingtonia zum Beispiel könnte ich mir noch anfreunden. Hab die Idee dann aber auch wieder verworfen, weil es halt genauso kann auch nur ein paar Grad ab und also ein paar Grad minus ab und bringt einem im Endeffekt auch nichts. Dann habe ich weitergedacht und bin tatsächlich darauf gekommen, also ihr könnt euch vielleicht alle noch von einem Jahr erinnern, da habe ich mal versucht, Bananen im Garten anzupflanzen. Das ist krachend gescheitert, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein viel zu junges Exemplar dafür ausgewählt habe. Ich habe mir gedacht, also diese Stelle eignet sich eigentlich ziemlich gut dafür, also dieser Bereich hier vorne, um das vielleicht nochmal auszuprobieren mit einem Exemplar, was schon reif dafür ist, sage ich mal. Und das werden wir dann wahrscheinlich auch angehen, weil was Besseres fällt mir da jetzt nicht ein, da irgendwas hinzupflanzen. Ich habe auch erst über einen Judasbaum nachgedacht, aber ob man jetzt so einen Baum direkt unter der Dusche bzw. über der Dusche haben möchte, ist halt auch noch eine andere Frage. Also Bananen sind dann eigentlich schon eine ganz nice Sache, dann hat man auch aus dem Fenster da ein bisschen Sichtschutz. Gut. Ja, darum soll es heute aber nicht gehen, weil, wie gesagt, was man plant und was man umsetzt, sind sowieso immer zwei verschiedene Sachen. Heute geht es um unseren Freund hier, den Bambus. Es ist ein extrem leidiges Thema. Ich habe hier mal ein paar Sachen ausgeschnitten. Ihr seht, wie unfassbar lang die sind. Also es gibt mit Sicherheit einige Routen, wenn man das so will, oder ja, Stäbe, die sind hier locker 5 Meter groß. Und wie man hier sehen kann, es ist extrem dicht. Und es soll auch wohl schon zum Nachbarn rübergegangen, also zu den Leuten darüber gegangen sein. Und das muss alles absolut nicht sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde Bambus teilweise auch richtig schön, aber er nimmt halt unfassbar viel Platz weg. Also ich glaube nicht, dass er eine Rhizomsperre hat. Und wenn er sie hat, dann hat er sie schon längst überwunden. Wie gesagt, und das Ding ist halt auch, wie gesagt, er wuchert. Also es kommt hier aus dem Rasen raus, es kommt hier aus dem Beet raus. Es muss alles irgendwie nicht sein, zumal ich finde, dass wenn man jetzt nicht irgendwie was im Garten großartig mit Wasser hat, also früher war ja, wie gesagt, der Teich und der Bachlauf und so weiter, da hat das ja vielleicht noch gut ausgesehen, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach sage, der muss weg. Das geht nicht anders. Wie gesagt, der breitet sich ja aus und der ist schon, wenn man sehen kann, in der Outdoor-Dusche drin. Das muss auch alles absolut nicht sein.
Ja, also ich werde jetzt wie folgt vorgehen. Wie ihr sehen könnt, ich fange das jetzt an, hier alles abzuschneiden, so einigermaßen ebenerdig. Und dann steche ich die Wurzel mit einem Spaten aus. Bambus kann ziemlich tief wurzeln. Ich habe gehört, bis zu 1,50 Meter. Also wenn das passiert, muss ich mir was einfallen lassen. Weil theoretisch gesehen brauche ich dann einen Bagger, den ich aber nicht hinbekomme. Einfach aus logistischen Gründen. Und dann müssen wir halt gucken, dass der nie wieder hochkommt. Das Ding ist halt auch, dass bei den Nachbarn ist das auch alles relativ wild da drüben. Und da wird er sich wahrscheinlich verschanzen. Oder möglicherweise hier unterm Rasen irgendwo oder irgendwo anders im Beet und wird dann wieder hochkommen. Alles nicht so schön. Aber wie gesagt, wir gucken gleich weiter. Guckt es euch gleich nochmal an. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Entschuldigt bitte diese Hintergrundgeräusche. Ich glaube, hinter uns wird irgendwo ein Baum gefällt. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Aber ich denke, das sollte irgendwie möglich sein. Ja, ich jetzt mal kurz ein kleines Zwischenfazit. Die erste Phase ist abgeschlossen. Wir konnten den Bambus oberirdisch komplett abschneiden. Es gibt hier, also wir wollen hier eigentlich alles aus diesem Beet insgesamt jetzt rausschmeißen. So, es gibt ein paar Ausnahmen. Einmal diese Weinrebe da, die und die Rose und diese Pfingstrose da vorne. Das ist das rote Ding, was sich da jetzt verfärbt. Das, also sonst kommt alles raus. Ja, wir haben im Moment nur noch einen Sonderfall und das ist auch der Grund, warum dieser Teil des Bambuses hier noch steht. Das liegt einfach daran, dass ein Arbeitskollege von meiner Mutter den für seinen Balkon haben wollte, warum auch immer man das möchte. Kann ich auch nicht sagen. Es gibt erstens schönere Bambusarten und zweitens frage ich mich, warum man überhaupt heutzutage noch irgendjemand auf die Idee kommt, Bambus in den Garten zu pflanzen. Gut, wir können jetzt mal einen Blick drauf rüberwerfen hier. Wie man sehen kann, es ist halt, ich habe das jetzt halt alles so, ich sag mal Pi mal Daumen, 20 cm über dem Boden abgeschnitten, dass ich hier bequem mit den Spaten arbeiten kann und dann die einzelnen Teile mit Ach und Krach wahrscheinlich irgendwie hier rausprügeln kann. Jetzt kamen wir, weil wir jetzt gerade freien Blick haben, können wir auch nochmal hier rüber gucken. Also wie man sehen kann, ich habe alles, was hier definitiv auf der Seite ist, schon mal weggemacht, aber man sieht es gerade hier so schön bei meinen Nachbarn. Kommt das auch schon alles hoch und ihr seht hier auch mal gut, wie groß das eigentlich alles ist. Wahnsinn. Gut, also ich werde jetzt hier gucken, dass ich das alles aussteche. Das ist jetzt praktisch Phase 2. Ich muss aber bedenken, dass hier die Wasserleitungen lang gehen. Also hier geht, wir sind ja jetzt praktisch hier hinter der Outdoor-Dusche und hier geht praktisch das komplette Abwasser lang. Ich muss gleich gucken, ob das, wie tief das eigentlich ist. Es ist nicht allzu sehr tief. Also tiefer als einen halben Meter ist es, glaube ich, nicht hier. Es ist halt extremst flach, weil früher hat das keinen interessiert. Natürlich heute würde niemand mehr so flach Rohre verlegen, aber ja, gut. Ja, wie gesagt, jetzt kann man da erstmal nichts zu sagen. Natürlich, dieser ganze Scheiß hier, den ziehe ich auch noch raus. Der Vorteil ist halt, dass der Bambus halt so stark gewuchert ist, dass hier großartig nichts weiter durchgekommen ist. Wie gesagt, außer das bisschen hier und hier dieser asiatische Ahornart und sonst ist hier halt nicht viel. Auch Farn kommt hier jetzt nicht so, ist jetzt nicht so krass. Also das geht noch voll klar. Ja, gut, dann werden wir jetzt zusehen, dass wir weitermachen oder weiterkommen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Diesen Bambus müssen wir loswerden. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, dann geht's gleich weiter, wenn ich hoffentlich fertig bin oder am Aufgeben. Aber ich hoffe, dass ich fertig werde. Bis dann. Jo, Leute, willkommen zurück. Wie ihr sehen könnt, die Aktion war erfolgreich gewesen, zumindest, ja, wenn man das erfolgreich nennen kann. Ich habe den Bambus komplett entfernen können. Also es ist wirklich auch die Rhizome alles weg, wie ihr sehen könnt. Es ist alles teilweise richtig tief. Im Endeffekt diese ganze Erde, so 20 cm komplett raus. Hier war alles voller Rhizome. Also wir können jetzt gerade nochmal den Haufen angucken hier. Das ist alles Bambusrhizome. Da ist nichts anderes, nur Bambuswurzeln und Rhizome halt.
Ja, wir haben halt noch so zwei Gehwegplatten ausgegraben. Ich vermute, dass das hier irgendwie mal noch so eine Art, so eine Art zweiten Ausgang hier zur Outdoor-Dusche gegeben haben muss und man dann hier praktisch schon einen Gang durch den Bambus hatte. Ich kann mir sonst nicht erklären, warum hier zwei solcher Platten liegen. Ja, wie man sehen kann, hier liegt noch relativ viel Laub rum. Das ist aber, verhaken wir irgendwann zusammen und dann ist es wieder gut. Hier ist ein Wasseranschluss, also zumindest ist der Ersatzwasseranschluss für die Outdoor-Dusche. Den kann man da praktisch an den Wasserhahn da hinten, also, warte mal, ich zeig mal den Finger drauf, da, Kamera fokussiert gerade nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, habe ich das ja schon mal gezeigt, da ist ein Wasserhahn, wo mein kleiner Finger jetzt ist. Und dann kann man den da anschließen und dann, das ist natürlich, das ist am normalen Wassernetz angeschlossen. Aber falls da irgendwann mal was mit der Wasserschaltung kaputt sein sollte, hat man immer noch hier sozusagen einen Ersatz, damit man sich duschen gehen kann draußen, wenn man das denn möchte. Ja, also es war schon ein erbitterter Kampf. Also man muss sagen, es ist teilweise echt, es war so festgewurzelt, gerade hier in diesem Bereich. Also hier, ihr seht, hier ist noch ein alter Baumstamm. Fragt mich bloß nicht, was das jetzt für ein Baum ist. Also hier, man sieht es, glaube ich, so sieht man es, glaube ich, besser, dass da ein Baumstamm ist, so. Auf jeden Fall, das war enorm. Also weil das Ding ist, ich kann das vielleicht... Vielleicht finde ich hier nochmal was. Ich glaube es bitte nicht. Nee, ich glaube, nee, ist schon zu tief drin. Also auf jeden Fall, ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Bambus-Rhizome sich um die Wurzeln dieses Baumstamms drumherum gewickelt haben. Und dann musste man praktisch auch diese ganzen Wurzeln mit rauskloppen. Und das war wirklich, das war enorm. Und das, nee. Ich sage deshalb, ich habe den Bambus wahrscheinlich fast ausgelöscht. Das Problem ist, dass der bei uns immer noch sozusagen unter dem Fundament der Outdoor-Dusche drin sitzt. Ich habe den hier auch ein bisschen gekürzt. Das war jetzt natürlich blöd, aber zum Beispiel, wartet mal hier. Da seht ihr noch so einen Stängel vom Bambus. Also direkt zentral in der Mitte, wartet mal. Da dieses Ding. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung, wie ich das da gescheit bekämpfen kann. Muss ich mir was überlegen. Ich werde das wahrscheinlich immer wieder so lange klein halten müssen, bis das irgendwann von alleine verschwindet. Oder dass der Efeu sich irgendwann mal durchsetzt. Ich hoffe, der Efeu setzt sich durch. Ja, und sonst ist halt das Problem, dass die sich teilweise hier bei uns in der Randbefestigung, dass der Bambus sich hier in der Randbesteinung richtig festgesetzt hat. Und das Schlimme ist, ich kann oder beziehungsweise darf diese Befestigung hier, ihr seht, die ist zweiseitig. Und das liegt hier genau zwischen. Das Schlimme ist, ich darf die hier nicht wegbewegen. Das ist ein bisschen blöd. Und sonst, man sieht es halt auch schon, wenn man jetzt hier mal so zu unseren Nachbarn rüber guckt. Da kommt der Bambus auch schon total hoch. Also das ist noch eine Sache, damit werden wir noch Jahre zu kämpfen haben. Weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Gut. Ja, übrigens, wen es interessiert, ich bin tatsächlich auf eine Wasserleitung gestoßen. Wie gesagt, da ist der Hahn und hier, das Graue ist eine Wasserleitung. Das ist nicht mal 5 cm tief unter der Erde, also da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr irgendwo mal im Garten grabt, dass ihr echt nicht auf solche Wasserleitungen stößt. Das ist echt scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wenn da was kaputt geht. Das ist ein Riesentheater. Der Schlauch hier ist so für Elektronik, aber der ist im Endeffekt egal. Der kommt da vorne irgendwo wieder raus. Ja, und das ist halt der Bambus, den der Arbeitskollege von meiner Mutter noch mitnehmen wollte. Den habe ich jetzt erstmal hier in das Becken reingestellt. Kommt dann natürlich wieder raus. Ich hoffe, der holt ihn auch wirklich ab. Ja, und sonst lässt sich da jetzt erstmal nicht viel zu sagen. Ich habe keine Idee, ob der Bambus dann jetzt endgültig besiegt ist oder ob der hier irgendwann wieder rüberkommt. Ich vermute eher Letzteres, aber ich hoffe es nicht. Aber in dem Sinne, erstmal alles Gute und dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, was wir hier heute gemacht haben. Ciao!